So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht es weiter mit der Post von der lieben Franziska. Die hat mir hier einen Umschlag geschickt und hat zerbrechlich draufgeschrieben. Oh, ich habe hier ein ganz klein wenig Angst, denn du siehst, hier ist zum Beispiel eines dieser, ja, dieser Schließen schon herausgebrochen. Das heißt, hier ist es offen. Also bei zerbrechlichen Sachen ist immer ein bisschen schwierig, das in einem Luftpolsterumschlag zu schicken. Also ich hoffe, da ist nichts passiert. Ne? Also sobald der Brief bei uns ankommt, ist der wie in Abraham Schoß. Aber alles, was auf dem Postweg geschieht, das ist... Ja, also wenn ich das hier sehe, wie das ankommt, da kriege ich echt Gänsehaut. Also ich hoffe mal, dass da nichts wirklich Empfindliches drin ist, wie deine Fimo- oder Knetarbeiten oder Ton oder was für ein Material das immer ist. Also ja, ne? Denn wenn ich hier ganz sachte ein bisschen fühle, da ist schon was Festes drin. Also ich drücke hier mal alle Daumen. Ne? Man muss ja auch ein bisschen positiv denken. Okay, ich mache mal das hier raus, aber wie ich sehe, hast du hier auch noch zugetackert. Okay, dann versuche ich das ganz vorsichtig noch zu öffnen. Und also mir läuft sie wirklich gerade heiß und kalt den Rücken runter. Hier hat sie ein paar Schaumstoffschnipselchen reingemacht und hier sehe ich auch noch einen Brief. Okay, also Brief. Sehr schön. Dann lege ich das hier nochmal auf die Seite. So, Augenblick, ich guck mal, nicht, dass da eine Adresse drin steht, aber die Franziska ist so professionell, wahrscheinlich eher nicht. Ja, sie ist ein Profi, natürlich. Gut, also, was hat sie mir denn geschrieben? Hallo, lieber Rupi, nach langer Zeit schicke ich dir auch mal wieder was. Es ist nicht viel und lag auch eine ganze Weile bei mir, weil ich nicht dazu kam, es abzuschicken. Übrigens will ich Forest noch einmal für mich selbst repainten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für dich. Nein, warum denn? Um Himmels Willen. Forest ist deine Figur. Das ist wunderschön. Ja, klaro, mach das. Viel Spaß beim Auspacken und viele liebe Grüße, deine Franzi. Okay, ja, danke schön. Und an dieser Stelle auch mal nochmal ganz, ganz viele extra Herzchen für deine netten Kommentare. Und du hast ja auch schon zig Videos gedreht, wo du mir nachträglich noch Dinge gezeigt hast, ne? Also nochmal, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, ne? Wenn ihr den Kanal von Franziska nicht kennt, ich mache unter dieses Video den Link. Schaut unbedingt bei ihr rein. Sie macht tolle Videos, ne? Gut, dann fangen wir mal mit diesem Bild hier an. Was ist das? Oh, Nachtschatten, Schönchen. Ach Gott, nee, Rupi, ich komme. Goldig. Ach schön, hier mit dem Füller die Outline gemalt. Kann das sein? Ist ein Füller, oder? Gott, wisst ihr, wie viele Jahre es her ist, dass ich zum letzten Mal einen Füller in der Hand hatte? Den richtigen Füller. Der absolute Wahnsinn. Übrigens, mega Glückwunsch. Schaut euch mal an, wie plastisch dieses Auge hier rauskommt, oder? Das fällt mir ja gleich hier, ja, wortwörtlich ins Auge, ne? Dieses Auge fällt ins Auge. Ist ja Knaller. Dann auch hier schön Schatten am inneren Bein, klasse. Echt ganz toll gezeichnet, wirklich super. Alles dran, was dran sein muss, ein wilder Nachtschatten, klasse, echt klasse. Auch eine schöne Vorlage für ein Modell, oder? Es gibt übrigens auch, das ist schon ein bisschen älter, es gibt ein Dragons Mobile, wo so mehrere Figuren an mehreren Schnüren hängen, wo man an die Decke montieren kann, halt mit den ganz bekannten Motiven, ne? Das einfach vielleicht auch mal für euch als Anregung. Malt doch einfach mal ein paar Drachen, vielleicht auf einen Karton oder so. Malt die beidseitig, ne? Also Vorder- und Rückseite an und macht ein Mobile draus. Ich finde es immer Hammer, ne? An das muss ich hier jetzt gerade denken, wenn ich diese schöne Zeichnung hier sehe. Ah, oh, Franzi, vielen lieben Dank, das ist ja toll. Also ich finde es ja immer großartig, dass ihr mir hier eure Originale schickt. Das ist total irre. Also ich weiß es sehr zu schätzen. Ne? Drum mache ich auch immer noch die Galerie im Anhang, damit man das echt noch ein bisschen genießen kann. Echt super schön. Danke. Klasse. Und kaum sage ich Original, sehe ich das hier. Kopie. Cool. Aber sehr schön. Das hier, wow, das ist eine Zeichnung von Forest. Ja, guckt's euch an. Genau, super. Da muss ich ihn doch jetzt glatt nochmal dazu holen, ne? Aber lasst uns hier nochmal kurz einen Blick auf die Zeichnung hier werfen. Also dein Farbentwurf, dein Farbschema ist echt mehr als gelungen. Ja, ganz toll. Schaut's euch an.
Hier hat sie mit dem dunklen Grün angefangen, hier ein bisschen Verlauf in helleres Grün. Das zieht sich hier über den ganzen Körper. Und die Rückenstacheln bleiben dabei bis zur Schwanzspitze in diesem dunkleren Grün. Auch schön die Flügel in Orange, der Bauch, passt alles super schön zusammen. Dann harmoniert es natürlich auch noch Weltklasse mit dem Braun, der Hörner, der Krallen. Schön, also wirklich ein ganz, ganz tolles, stimmiges Farbschema. Fällt mir sehr gut, immer noch. Und jedes Mal, wenn ich mir deine Figur angucke, habe ich echt meinen Spaß dran, weil es ganz, ganz toll gemacht ist. Ich hole noch mal kurz. So, hier habe ich gleich nochmal Forrest. Und Forrest sieht gleich nochmal besser aus, wenn er hier auf einem Zweig sitzt. Ne? Also, sehr schön hier mit deinem Farbschema. Klasse gemacht. Dunkelgrün über die Oberseite. Dann seitlich wird es ein bisschen heller. Nicht ganz so hell wie auf der Zeichnung. Und dann die Unterseite und auch die Flügel in einem Orange. Die Hörner, die Krallen in Braun und schöne große gelbe Augen. Also echt klasse gemacht. Ein wirklich super schönes Repaint, das muss ich schon sagen. Das halte ich auch wirklich sehr in Ehren. Hier auf den Flügeln hat sie auch noch ein bisschen so hellgrüne Fleckchen drauf gemacht. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Ne? Also wirklich super schönes Modell. Wirkt doch klasse auf dem Asch, oder? Also ich bin jedes Mal verliebt, wenn ich die Figur hier angucke und kann mich nur noch mal zigfach dafür bedanken. Also ganz, ganz, ganz großartig. Mach unbedingt ein Video von deiner neuen Figur, wird mich echt interessieren. Schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Forrest, super schön gelungen, wirklich. Okay, dann nochmal das Bild daneben zum Vergleich. Forrest als Zeichnung, Forrest als Modell mit der orangenen Unterseite. Klasse, ganz, ganz toll, wirklich. Was du mir schon geschickt hast, mein lieber Scholli. Toll. Fühl mich geehrt. So, dann hat sie mir hier noch eine Zeichnung geschickt. Was haben wir denn hier? Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Bester YouTuber. Nee, nee, der Welt. Nein, nein, nein. Nein, schon gar nicht. Aber oh Gott, danke. Leute, guckt euch das an. Da ist ja alles drauf. Bester YouTuber der Welt, Ruppi Bolz. Mein Gott, mein Gott. So jung will ich noch mal sein. Mit dem Wissen von heute, Leute, das wäre der Hammer, ne? Dann Herzele, yay, mein Blatt, sauber gewaschen, so muss es sein. Klasse, und Forrest, oh, so Hammer, ehrlich. We are one, wir sind eins, und hier hat sie nochmal drunter geschrieben. Und so heißt auch ihr Kanal, Toothless the Night Fury, das ist der Kanal von Franzi. Also unbedingt reingucken, ich mache den Link direkt unter dieses Video. Guckt unbedingt bei ihr rein. Toll, also, ne? Hammer. Fällt mir nichts mehr zu ein. Danke für deine Zeit und deine Mühe. Das ist ja echt der Hammer. Und das ist übrigens im Ansatz auch das, was ich öfters mal bei den Zeichnungen sage. Probiert einfach mal aus, die Striche nicht einfach gleich dick zu machen, sondern werdet mal ein bisschen dünner und dicker. Hier kann man das sehr schön sehen. Hier und hier, ne, fängt dünn an und wird hier hinten ein bisschen breiter. Da erzielt ihr mit euren Bildern teilweise komplett andere Wirkungen. Also ich finde, Bilder werden dadurch lebendiger, lockerer und kriegen so einen ganz bestimmten Comic-Style. Probiert es einfach mal aus, ihr werdet klasse Ergebnisse kriegen. Oh Mensch, Franzi, vielen, vielen lieben Dank. Der absolute Hammer. Und Franzi, sei doch so gut und schreib mir mal unter das Video, was deine Lieblingsfarben sind. Hast du Lieblingsfarben? Das würde mich echt mal interessieren. Okay? Alles klar. So, die Bilder kommen natürlich alle anschließend noch in die Galerie. Das ist ja klar. Genauso wie dieser wirklich wunderschön gezeichnete wilde Nachtschatten. Also toll. So einfach die Form, die Linien hier sind, das Ding ist absolut stimmig. Und mit diesen Schattierungen, mit dem Bleistift, hast du hier echt eine schöne Tiefe geschaffen. Also ganz, ganz toll. Ich hoffe, das kommt einigermaßen hier auf dem Bild rüber. Klasse. So, und jetzt bin ich natürlich, boah, extrem gespannt und ein bisschen aufgeregt, was hier drin ist. Also, boah, zerbrechlich. Ich guck da mal ganz vorsichtig rein. Was ist denn das? Nee, ne? Ist es das, was ich denke, was es ist? Das sind zwei Sachen. Jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Ich habe hier zum einen Pokal. Einen Pokal, Leute. Was ist das denn? Einen goldenen
Pokal mit Nein! Nein, 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 nein! Was steht denn hier drauf, Leute? Rupi Bolz, die Nummer 1. Nein, Franzi. Boah, du machst mich hier fertig. Da steht noch was. Danke für alles. Ja, für was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht, Franzi. Boah, der erste offizielle Rupi Bolz Pokal. Ich glaub's ja gar nicht. Wo habe ich da wohl wieder teilgenommen? Gott, Franzi, vielen, vielen lieben Dank. Also, du machst mich echt sprachlos, ne? Das ist ja Hammer. Also, das kriegt natürlich einen Ehrenplatz, ist ja klar. Und zwar direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Da sind die ganz edlen Geschichten. Ist ja klasse. Extra hier mit Gold drunter geschrieben, ne? Und hier mit Weiß. Rupi Bolz, die Einzel. Echt Hammer. Echt Hammer, Hammer, Hammer. Okay. Ja, Leute, ich, Franzi, du machst mich sprachlos, ne? Gott, kommt ihr auf Ideen, kommt ihr auf Ideen. Und hier ist ja noch was drin. Und zwar was ganz, ganz Schweres. Also ich hoffe, dass da echt nicht... Oh, das ist richtig, richtig schwer. Ich hoffe, dass da echt nichts passiert ist. Noch was? Ach Gott, da ist noch was drin. Leute, da ist noch was drin. Nein, ist das noch ein Repaint? Das ist ein Repaint. Nein, Moment, muss ich erst mal so angucken. Boah, Hammer, Hammer. Richtig, richtig sauber bemalt. Gott, ist das edel. Leute, Franzi, du bist echt der Knaller. Guckt's euch an. Das hier ist ein Battle Dragon als Forest. Der riesenhafte Albtraum als Forest. Gott, ist das ein Hammer. Ne? Mit dem gleichen Farbschema. Guckt euch das an hier. Das Auge ganz sauber reingemalt. Aber richtig, richtig sauber. Boah, extra ein orangenes Auge mit einer schwarzen Pupille. Guckt euch das an. Und auch die Zähne, so klein wie sie sind, noch weiß angemalt. Hier, boah, guckt euch die Pupille an. Ah, das ist ja echt sauberer wie jede bemalte Figur von Spin Master selber, oder? Die Hörnchen braun, das Horn hier vorne braun. Genau das gleiche Farbschema, ne? Hier oben dunkelgrün, dann das olive hellere Grün. An der Seite die Flanke entlang, ne? Und die Stacheln und der Schweif hier in dem dunklen Grün oben. Klasse, und das zieht sich dann hier auf die Flügel weiter mit den hellen grünen Tupfen. So ein schönes Repaint. Klasse gemacht, wirklich. Ja, und die Unterseite natürlich orange. Oh, und signiert bei FR für Franzi, oder? Kann das sein, FR? Das ist ja mal mega klasse. Guckt euch mal den sauberen orangenen Streifen hier an. Wow, cool. Leute, freut euch auf die Galerie. Das ist ja mal echter Hammer. Super, super. Ah, da lohnt sich ja echt ein extra Video zu machen. Klasse. Wirklich klasse. Also Franzi, du bist schon wahnsinnig kreativ, ne? Aber das weißt du ja. Hammer. Und noch dazu eine ganz großartige Dragon-Sammlerin, die sich halt auch mit Feinheiten, mit Details zu Figuren auskennt, gerade zu Dragons, die halt auch nicht unbedingt immer jeder weiß. Ne? Daran erkennt ihr halt doch den Unterschied. Klasse, also ganz, ganz großartig hier die Battle-Version und hier der Mini-Forest-Bohr in genau den gleichen Farben. Wie cool ist das denn? Da mache ich definitiv ein extra Video. Was für eine Ehre. Ohne Scheiß. Das ist ja mal wirklich Hammer. Meine Güte, Helix, du dich ins Zeug. Das ist ja total der Knaller. Richtig, richtig schön gemacht. Klasse. Klasse. Aber ich gehe mal davon aus, das sind auch noch die Emailfarben. Kann das sein? Oder sind es schon deine neuen Farben? Du wolltest ja, glaube ich, mal mit Acryl probieren. Also da bin ich auch sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Vor allem, wie die Farben halten, ne? Das ist ja meistens immer das Problem. Bei den Emailfarben, da kannst du davon ausgehen, boah, das hält bis in alle Ewigkeit. Man muss halt aufpassen beim Trocknen. Wenn sie zu viel Hitze kriegen, platzt die Farbe wieder ab. Oder wenn es zu dick aufgemalt ist, muss man ein bisschen aufpassen. Also alles nicht ganz optimal. Und wenn du halt eben einen Künstler fragst, ja, der das professionell bemalt, da kriegst du keine Antwort. Klaro, die verraten dir nicht ihr Rezept, leider Gottes. Gott, ist das geil. Leute, ist das geil. Guckt euch das an. Ich bin hier gerade, ja, total sprachlos, ne? Vielleicht hört ihr es auch. Das ist
Hammer, absoluter Hammer. Also da mache ich nochmal ein 360-Grad-Video als extra. Ein ganz fettes Franzi aka Toothless The Night Fury Forest Video, ne? Definitiv. So Hammer. Also da kann sich doch auch, ne, Spin Master wirklich mal eine Scheibe abschneiden, dass Fans eigentlich Figuren schöner bemalen, als die Originale sind. Cool, wirklich, wirklich hammermäßig cool. Boah, also eigentlich hast ja du hier diesen Pokal verdient, ne? Und da müsste das hier draufstehen. Ne? Also das nur zum Thema. So, und jetzt gucke ich trotzdem nochmal hier rein. Ne? Die ganzen Styroporflocken. Hier ist also definitiv nichts mehr drin. Alles klar, das war's. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten Teil und ich habe immer noch ein bisschen Herzklopfen, denn das ist irgendwie wieder ein schweres Material und es sieht auch selbst gebastelt aus und ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Echt, weil wenn du dir schon die Mühe machst und dich extra hinsetzt und mir was machst, da darf eigentlich nichts passieren. Okay, also es fühlt sich nicht an, als ob irgendwas gebrochen wäre. Ne? Leutchen, hier kommt was Rotes, was extra noch eingewickelt ist. Moment. Ich hol's jetzt einfach mal raus. Boah, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt. Da ist auch irgendwie noch Stoff drin. Ist da Stoff drin? Wie auch immer. Moment. Nein. Guckt's euch an. Wie Hammer ist das denn? Herzele mit Flügel. Oh Gott. Gott, ist das goldig. Franzi, du bist der Knaller. Guckt euch das an. Wie krass ist das denn? So goldig. Gott, das ist super Ehrenplatz. Echt super Ehrenplatz. Die Augen, die Nase rein modelliert. Hammer, echt Hammer. Mit Lichtpunkte, ne? Und die Flügelchen aus Stoff. Beziehungsweise Filz. Gott, ist das der Kracher. Das ist echt der Kracher. Ich krieg mich nimmer. Echt, ich krieg mich nimmer ein. So was Geiles. Gott, was du mir immer schickst. Ne? Ein Burner-Teil nach dem anderen. Ich bin fertig, Leute. Ich bin fix und fertig. Boah, ich habe echt Rotz und Wasser geschwitzt hier, als ich den Umschlag gesehen habe. Das dürft ihr mal glauben, weil da bricht mir das Herz, wenn irgendwas kaputt geht. Ehrlich. Bin ich froh, dass das alles heil angekommen ist. Hammer. Echt einfach nur Hammer. Boah, Franzi, ich kann mich nur zum zighundertsten Mal bei dir für die vielen, vielen schönen, für die tollen Sachen bedanken. Ich krieg mich da echt nimmer ein. Ehrlich, ich krieg mich da echt nimmer ein. So geile Geschichten, was ihr mir hier immer schickt, hey, echt. Ich sag ja, Knaller, ne? Popo Herzele, guckt euch an. So Hammer und die Augen hier extra noch draufgesetzt, hey. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Weltklasse, Weltklasse. Also ich bin echt sprachlos gerade, ne? Und weil ich sprachlos bin, mache ich jetzt einfach mal das hier. Und während ich das jetzt aufgebaut habe, ja, zumindest hier die Sachen, habe ich mich doch jetzt noch ein bisschen beruhigen können. Ja, nee, ohne Scheiß, also ich bin da, weil, ne, also, nee, ne, weil, ohne Scheiß, also ich bin da, ich bin da, ich weiß auch nicht.
Also, ne? Bin da echt schon sehr nah an der Rührung. Für die Mühe und für die Arbeit, die du dir hier jedes Mal machst, Gott. Und mich haut das auch jedes Mal echt weg. Also ein paar von euch schicken mir ja hier fast regelmäßig immer wieder irgendwo so ein dermaßen Knaller, dass ich bin fix und fertig, aber im positivsten Sinne, ja? Also wow, echt wirklich wow. Und liebe Franzi, wie schon gesagt, ne, ich mache von dem kleinen Forest hier auch nochmal einen extra Film, ne, so 360 Grad Video. Und gut, also, ja, Leute, wie schon gesagt, die Bilder, die, das wäre ein bisschen Overload, wenn ich die jetzt hier auch noch mit auf das Bild draufgepackt hätte, aber die seht ihr ja noch gleich anschließend im Anhang in der Bildergalerie von der viel zu guten Franzi. Und wie schon gesagt, schaut unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt, bei ihr vorbei. Wenn ihr euch für Dragons interessiert, seid ihr auf ihrem Kanal genau richtig. Link unter diesem Video. Also Franzi, nochmal ein ganz, 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 ganz extra schönes Rupi-Herzele mit Herzele im Herzele. Ich krieg's doch nicht ganz drauf, egal wie auch immer. Danke für die wirklich fantastischen Arbeiten. Ich fühle mich geehrt, das darfst du mir glauben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich was von dir sehe, höre oder lese. Und ihr wisst, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Alles klar? Ja, danke, Franzi, danke. Oh mein Gott, was für Hammergeschichten aus einem ziemlich demolierten Umschlag. Und Gott sei Dank ist dem Inhalt nichts passiert. Wow, echt, wow. Ich sag ja, man muss ein bisschen Glück haben und positiv denken können. Und dann klappt's auch mit der Franzi. Ich habe übrigens mit dem Namen Franzi, glaube ich, mein Leben lang die besten Erinnerungen. Ja? Denn als ich noch mit den Rittern unterwegs war, da hatten wir mal einen Auftritt irgendwo bei Bonn. Ja, Bonn ist ziemlich weit weg von hier. Oder war es Bonn? Auf jeden Fall, warte mal, dieses Schloss heißt, glaube ich, Satzwey oder Satzwey. Ne? Da ist so ein Wasserschloss und da hatten wir einen großen Auftritt. Und ich bekam da Zahnschmerzen ohne Ende. Boah, ich hatte da ein Implantat drin. Und es war Wochenende, kein Arzt da, ja, nur Notfallarzt und so weiter und so fort. Der hat es ganz, ganz grob wieder hingekriegt. Und ja, der Auftritt war für mich gestorben. Ich hatte nicht nur Zahnweh, mir tat auch nicht nur der Kopf weh. Der ganze Rupi tat weh. Und ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Selber konnte ich nicht mehr fahren, weil ich war echt so voll gepumpt mit Schmerzmitteln. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und damals hat mich tatsächlich eine andere Franziska, natürlich auch Franzi genannt, nach Hause gefahren. Ja, das waren zig hundert Kilometer und das werde ich nie vergessen. Ja, drum habe ich mit dem Namen Franzi eigentlich nur die allerbesten Erinnerungen. Und ja, so schließt sich der Kreis. Ne? Das hier einfach noch kurz am Rande erwähnt. Also, liebe Franzi, nicht nur damals wurde mir Freude beschert, sondern das machst auch wieder du mit deinem Tun und deinen Videos hier auf YouTube. Also nochmal vielen lieben Dank. Danke fürs Reinschauen. Viele, viele liebe Grüße an alle, die hier zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!
Thank you.